Yeah, I've spent time in the grindhouse. We did this thing like at least two times. I'm thinking maybe three or four times even. So the most memorable experience for me was in Canada. So I rented a place in 2014 in Muskoka. It's north of Toronto in Canada. And it was really, really nice. So it was a cottage on a lake. And you basically had to get to the lake in winter with a snowmobile, like driving over the lake. And in summer, it was literally just a boat back and forth. So it was really, really nice in nature. So we were there with 10 grinders, most of them high stakes players, and I learned so much in this time. I've never played more poker in my life, I think, in 4 weeks. And we all improved a lot. So in this 1 month, I felt I became, you know, 9 or 12 months better, or comparable to nine or 12 months of normal playing. So that was really nice. And then we did the same thing in Costa Rica one time. That was really amazing. And we've done this multiple times in all over the world. So I learned a lot from having great players around me. I'm really looking forward to see how they grow on each other and how they improve each other, because I know they're friends and they know each other already and they play different stakes. I think that's also a really important part, is that you have different perspectives. They all have different mindsets. I know them as well, so I can tell already they think in different ways, and they all have their own way of thinking about poker, and I think this is going to be very productive for them, is learning from each other, asking questions, reviewing hands together, but also being there emotionally for each other. Like, this is the most important part, is just having this team feeling. Yeah, I think the trapdoors are mostly when there's toxicity. Like, I think number one rule that I'm going to bring in there is positivity. Is when you're in the house, there's nothing negative. There's no negative words, there's no swearing, there's no bad beats, there's no... Like, if you cut out all of that and you just focus on growth and positive mindset and outlook, I think this is one of the best possible opportunities for them in their poker career right now. Once you go down that spiral of like, oh, this sucks, and I'm, you know, I don't get what I deserve, and I'm just being unlucky, and you're stuck in this self-pityness, then that's hard sometimes to get out of there. So rule number one, positivity. I believe that for the guys in the house, it's gonna be very important that they study with the tools they have at hand, if it's HRC or PIO, and that they work together, also with the poker code, go through the lectures, but also we're gonna be there. So it's just, I think, taking advantage of all the things you have around you that you can improve through. And there's an endless pool of opportunities at this point, because they can, you know, they can solve hands on DTO, they can go through the lectures, they can chat to us on WhatsApp, they can talk about hands to each other. So most important thing is to take advantage of all of these possibilities. You won yourself a bracelet yourself in 2016. Is that something you are going to use to motivate the boys with? Yeah, I mean, we basically just gonna... So, we're gonna put it on the... Yeah, so this is the bracelet I won in 2016. Maybe we put it in the house and as a motivation. Guys, this is the goal. Yeah, I think that's a good idea. Hallo? Servus! Alles gut. Shisha.
Shisha-Bar. Hallo. Ich bin Sorana. Okay. Sprecht ihr alle Deutsch oder Englisch? Deutsch ist okay. Okay. Ich bin Sorana, ich zeige euch jetzt alles, ich erkläre euch alles. Und dann, wann wollt ihr mieten? Von 1. bis 8. August? Ja, es wäre eine Möglichkeit, genau. Okay, ich zeige euch jetzt alles. Ist okay. Ja, ich sag. Normal sein, das ist ein bisschen. Du weißt, wie das ist. Ist das ein Gästehaus oder ist das? Das ist das Gartenhaus, das ist auch für euch. Wenn ihr die ganze Villa vermietet, dann bekommt ihr das auch. Also, das ist ein Baum. We just checked the second location. Both were completely contrary. So the first one was very messy, very big, generous, but all in all not what we're aiming for because they don't take care of the place, it's smelling and it's just not the life and the surrounding we want to give the boys to prosper and poker. And it nirtles, yeah. It smells. And the problem is the owner tells me to buy instantly, to pay instantly cash. And to close the deal as soon as possible because they're hosting events all the time. And she, who really is here all the time, tells me they haven't had a party for weeks, right? Yeah. So it's badly managed. It's not taken. It's not taken care of, and nobody's living here. And you can feel it because, as Mario said, nobody's taking care. It's dirty, in my opinion, and it's nirtling. It smells. So I think we cannot do next it. And it's expensive even. What? Yeah. Das verpasst man bomben nicht. Ja, sehen. Ja, da war Kunde, wirklich. Schön, kann man anlassen. Ich finde es voll schön. Das ist ja echt schön. Was haben wir da? 15. Okay. Aber wir haben einen Hausarbeiter, das heißt, wenn irgendwas hinkriegen oder sonst was ist, dann macht er das gleich. Ja. Und wir haben jetzt überall neue Fenster bekommen. Mhm. Geh, geh, geh. Frisch aus der Dusche. Servus. Das bewegt sich. Das ist ein Mann. Nein, denk einfach, ich habe die Kamera nicht in der Hand. Was ist das für ein Tarik? Ja, das sind eben so ein Das ist arg. Das ist für eine die nicht da ist. Wir haben beim anderen war, da wo wir vorher waren, zu. Na, zu, es ist zum Geldkasten. Film. Das Film sogar, ja. Ja, aber ich finde die Person für das Film am Also ich finde Haare Bombe, ich finde das zu Superman oder so. Er hat auch so Haare, ja. James Franco. Kennst du James Franco? Ja, du kriegst den. Ja. And this one was actually very nice. It's a little smaller. It's a flat with a terrace and not a house with a garden, which obviously has some downsides, but the location in Vienna and being close to Fedor is obviously very pro arguments. And generally it's a beautiful apartment with the possibility to even have some extended space for office. So I think this is definitely a solution we'll take into account. And if the boys chose it and if they will live there, you will then see in the episodes, obviously. And where are we going now? Now we're going to our third location that we're scouting today, in the 19th district in Vienna, beautiful place. At least it seemed like it in the internet. You can be wrong, you know that from Tinder, guys. The girl seems pretty, but actually isn't. Yeah, and that's why we're just checking in real life if these are actually the locations we want to live in and we want to use for the grind house or not. So stay tuned and off to the next. Meine Mitbesitzer und ich wohne am Ende. Okay. So. Mario, do a backflip. Ich fand das Haus wird kühler. 25 Tage wird es schön sonnig sein. Es wird auch angenehm kühl hier am Abend.
ganze Thema, dann müsst ihr euch bitte darum kümmern. Ne? Entweder ihr habt unlimited Datenvolumen im Handy, das hat zum Beispiel bei Fabio jetzt gut funktioniert. Mein A1 Cube hat jetzt zum Beispiel nicht funktioniert. Ja? Das ist natürlich maximale Warnsignal. Da müsst ihr euch darum kümmern. Und ja, ersten zwei Augustwochen wissen wir jetzt noch nicht. Da können wir entweder die Wohnung von heute buchen oder ich habe noch ein anderes Haus, das kann ich mir anschauen. Da könnten wir auch eine Woche und dann hierher. Ja? Juli haben wir, ja? In Dreiskirchen und Steiermark. Steiermark seid ihr auch am Land. Ja? Das wäre die Frage, machen wir zwei Wochen Citylife? Ist das Landhaus? Hm? Ich glaube, es geht bei den zwei Wochen Citylife darum, dass der Fedor in der Nähe genau, ist. Genau, es ist in der Nähe von 18. Bezirk auch. Stimmt. Ja, aber in der Nähe. Also ich schwöre, Dreiskirchen ist ja auch nicht so weit weg von Fedor. Ja. Also, was ist die Meinung zu Stadt, Wohnung, August? Eher nein, eher ja, egal. Lieber eine Woche, lieber zwei Wochen. Was sagst du? Ich würde auch agreeen, eher eine Woche. Aber wie kommst denn du hier weg, Hanni? Du fährst ja mit uns mit. Achso, ja. Jobs. Ich glaube nicht, dass der so... Du darfst ja noch gar nicht lesen, das ist ja Brudi. Achso, das ist für uns. Ah, das ist vorbereitet. Natürlich! Achso, ich meine, hör mal nicht ohne Skript an. Also ich habe mir das so überlegt, dass meine Bedingung wäre, wenn ihr sagt, oder wenn ich Zeit investiere und euch weiterhelfe und euch meinen Input gebe und all meine Input zur Verfügung stelle, möchte ich auf der anderen Seite ein Commitment von euch. Das sind keine großen Sachen, aber mir geht es wirklich um das Mindset dahinter, weniger jetzt das Spielerische, das wird sowieso kommen, aber mir geht es wirklich um das Mindset, das zugrunde liegende Mindset zu sagen, Ownership übernehmen für... In dem Teil jetzt irgendwie die Pokerkarriere, aber auch irgendwo sein eigenes Leben zu sagen, so okay, Fokus jetzt auf Poker, aber das ist mein Weg. So, und deswegen gibt es auch kein Skript, wo einfach jetzt alle, was alle, dem alle nachgehen, sondern jeder individuell unterschiedlich. Ja, jeder hat seine unterschiedlichen Präferenzen, wie er es gerne macht, wo er gerne hin möchte. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass ihr euch da, deswegen meine ich, ihr müsst euch selbst diese Frage stellen, ja, weil... Jetzt habt ihr recht unison irgendwo geantwortet, weil man dann was von einem anderen hört und sich denkt so, ja, eigentlich ganz geil. Ihr werdet merken, jeder will dann doch irgendwie sein eigenes Ding machen. Und jeder will doch irgendwo woanders hin, ja. Und vielleicht will, also es ist völlig okay, dann noch zu sagen so, hey, ich habe gar keinen Bock, da noch drei Schritte weiter zu machen. So, mir reicht's hier, ich möchte vielleicht noch wo ganz anders hin. Coole Geschichte, aber hier reicht's für mich. So, den Punkt habe ich verpasst. Ja? Also, bei mir war dann noch drei Schritte weiter, weil ich halt so in dem Strudel drin war und so, okay, nee, besser, aber irgendwo war ich eigentlich schon so Peak-Time-Over. Ich glaube, das ist das, was ich zumindest das Gefühl habe, am meisten mitgeben zu können, ist, dass ihr euch selbst diese Frage stellt, nur im Kleinen, das fängt bei ganz kleinen Sachen an, ob das Regeneration ist, ja, was tut euch am besten gut, wie ihr euch am besten erholt, was esst ihr am liebsten, wie grindet ihr am liebsten, wie macht ihr am liebsten Theorie, wie tauscht ihr euch am liebsten aus. So, das sind alles Sachen, die dann da mit reinfließen. Und das Commitment wäre für mich halt eben auch dann zu sagen, dass das zugrunde liegende Mindset, dass ihr euch dazu committet. Dass wir sagen, okay, ich habe es jetzt mal so aufgeschrieben, einfach 60 Days of Excellence, ihr committet euch zu 60 Days of Excellence und die Kernsachen sind Radical Positivity. Also wirklich zu sagen, wir machen Sachen radikal. Also es gibt nicht dieses, okay, wir machen es irgendwie so und dann so ein bisschen so, sondern wir simplifizieren alles. Es gibt keine super sophisticated Sachen, sondern ich glaube echt, die Sachen, die euch auf den nächsten Level bringen, sind die nicht irgendwie in den Sachen, in denen ihr gut seid, irgendwie noch ein bisschen besser werden, sondern die Sachen, die ihr scheiße macht, halt ein bisschen weniger scheiße zu machen. Ist einfach so. Ja, das sind die Spots, wo man hingucken muss, wo ich vorbeigehe und mir denke, was machen die da? So, meinen die es ernst oder nicht ernst? Und wenn ihr es ernst meint, dann macht ihr das nicht mehr. So, und manche Sachen macht ihr eh gut. Das kann man acknowledgen, das schaut man sich an, das ist so, okay, das kann ich gut. Wo sind die Sachen, die ich nicht gut kann? So, fuck den ganzen 100 BB-Kram, der bringt euch erstmal gar nichts, braucht ihr nicht, aber keiner von euch wird gut im Heads-Up sein. So, und dann spielen wir mal ein Heads-Up Sit-and-Go. So, dann spielen wir mal ein Heads Up Sit and Go und reviewen die Hände und dann könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr nachher, ich habe euch Heads Up Shot spielen sehen. Da wird es ganz düster. So, und wie viel vom Price Pool
geht zum Heads-Up. Da spielt ihr mal schnell einen 800-Dollar Heads-Up. Und lasst dann da 5 BB pro 100 liegen. Die man potenziell mit ein bisschen mehr Strategy rausholen könnte. Das ist wahrscheinlich 5% ROI. So. Also das sind die Spots quasi auch zu realisieren. Es bringt euch nichts, euch eine 100 BB Pio Solution anzugucken, wo ihr dann in einem 20-Dollar Buy-In, wo nachher Average BBs 20 BB sind und euch die Solution überhaupt nicht bringt, euch die Solution anzugucken, wo ihr nicht mal ordentlich Heads-Up spielen könnt. Das ist also so die Reference. Ja? Das hat vom Value ist das wahrscheinlich nicht mal ein Tausendstel von zu wissen, dass man mit Empty 98% opened gegen einen, der mindestens 88% defended und so weiter. Das muss man halt wissen. Und das ist das Leichteste zu lernen, weil da gibt es Solutions und dann spielt man halt mal 4 Stunden Heads-Up gegeneinander, reviewt die Hände und so weiter. Habt ihr das gemacht? Wahrscheinlich nicht. Und das bringt euch weiter. Aber das erfordert auch wieder, dass ihr selbst hinguckt, selbst euch das anschaut, recognize zu sagen, hey, okay, mein größtes Potenzial ist, dass ich jetzt ein besserer Heads-Up-Spieler werde, weil nur so werdet ihr dann noch besser. Es bringt nichts, wenn ich dir jetzt sage, du bist schlecht im Heads-Up, lern mal Heads-Up, dann sagst du, okay. Sondern das muss aus der anderen Richtung kommen von, okay, ich möchte dahin, um dahin zu kommen, scheint es mir ziemlich logisch, dass ich besser im Heads-Up werden muss, weil das den größten Effekt auf meinen ROI hat und deswegen lerne ich jetzt, ein besserer Heads-Up-Spieler zu werden. Das ist die logische Verknüpfung, weil dann ist die intrinsische Motivation da, zu sagen, okay, hey, jetzt zocke ich Heads-Up, jetzt werde ich besser. Das heißt, was wir machen, wir werden es nicht verkomplizieren, es werden nicht 80 verschiedene Themen sein, es wird nicht, wir schauen uns pre-deep da, sondern wir fokussieren uns auf den wichtigsten Teil des Games. Ja, alles, was Late-Stage-ish ist und Short-Stack-ish, weil das die hauptsächlich die Games sind, die ihr spielt, 40 BB und Sub und Short-Handed. So, das sind die Sachen, die wir uns angucken. Später Bubble, wichtig, ICM, wichtig, Short-Stack-Ranges, wichtig. Einfach zu lernen, viel Edge zu holen. Drei-Handed, Vier-Handed spielen, super wichtig. Heads-Up spielen, super wichtig. Das sind so Spots, da müsst ihr besser werden. Das sind weite Ranges, da ist mehr EV, den man verlieren kann, den man gewinnen kann. Viel, viel mehr Geld, um das ihr spielt. Das heißt, dieser Faktor quasi, das verstehen die meisten nicht. Quasi. Du spielst ein Cash-Game, spielst die ganze Zeit 100 BB Deep. Das ist natürlich super wichtig. Da ist es wichtiger, die Turn- und River-Spots zu kennen, weil da der Faktor von, wie groß ist der Pot, sich multipliziert. Und in Tournaments ist es wichtiger, die Late-Stage-Spots zu kennen, weil sich über ICM quasi, über die Price-Pools der Wert multipliziert. Das ist auch der Grund, warum die meisten richtig guten Cash-Game-Spieler eben nicht so gut in Turnieren sind, weil sie halt den wichtigsten Teil eigentlich nicht so gut kennen und dann sich den erst komplett wieder neu aneignen müssen. Deswegen, da ist eure Edge meiner Meinung nach, da hinzugehen und zu sagen, das sind die wichtigsten Themen, da kann ich am meisten lernen. Ich lasse jetzt erstmal das andere, das nehme ich zwar mit, aber ich fokussiere mich erstmal das, wo die meiste Edge liegt. Anstatt zu versuchen, überall gleichzeitig irgendwie gut drin zu werden. Ja, also thematisch ist das der Fokus. Was das zugrunde liegende Mindset angeht, habe ich schon gesagt, ich glaube, was euch am meisten zusammenschweißen, voranbringen wird, ist zu sagen, radikale Positivität. Also es gibt kein Beschweren, es gibt keine Badbeat-Stories, es gibt kein Jammern, es gibt kein Ich brauche einen Badbeat-Jar oder sowas im Haus. Genau, das dachte ich mir auch. Weil ich einfach glaube, dass es euch nichts bringt. Also wirklich, ich glaube, es gibt nichts, was euch mehr zurückhält als Self-Pity. Es gibt nichts, was uns mehr, ja, including me. Es gibt nichts, was uns mehr zurückhält als dieses der hat mich wieder ausgesagt. So, weil der wichtigste Teil ist, warum ist es gut, dass es das gibt? Warum ist es gut, dass es das gibt? Weil der Gegner dann Fehler macht und wir theoretisch Geld damit. Ja. Und deswegen Geld damit verdienen. Der einzige Grund, warum ihr Geld mit Poker machen könnt, ist, weil genau dieser Mechanismus existiert. Mhm. Und den Mechanismus zu haten, ist das Dümmste überhaupt. Das ist darüber zu jammern quasi, oh, jetzt kommt die Sache, die eigentlich genau das möglich macht, was ich super geil an dem Spiel finde, die taugt mir gerade nicht.
Also diese Unlogik dahinter oder diese Logik dahinter zu verstehen von super geil, dass du jetzt gerade als schlechterer Spieler gegen mich gewonnen hast, weil das ist der einzige Grund, warum ich langfristig Geld damit verdienen kann. So, positive attitude. So, Gratulation, dass du gewonnen hast. Es muss in alle Richtungen mal gehen. Ich habe auch mal jemanden ausgesagt, ich habe auch mal eine schlechte Hand gehabt, bin auch mal dahin gekommen. Good luck. Jeder schlechtere Spieler ist jemand, von dem ihr lernen könnt. Jeder bessere Spieler ist natürlich jemand, von dem ihr lernen könnt. Das heißt, es gibt kein Gut, kein Schlecht, es gibt nur Learning Opportunities. Das ist das Zweite, was da super wichtig ist. Das heißt, immer wenn ihr gegen jemanden spielt und er macht irgendwas Komisches, was ihr für komisch empfindet, dann ist so, interessant, warum macht er das? So, was denkt der wohl? Wie ist der jetzt dazu gekommen, dass er irgendwie plötzlich potpettet in einem Spot, wo ihr das nicht kennt oder noch nicht gesehen habt oder Minraced oder jetzt 3x plötzlich Preflop oder keine Ahnung, macht irgendwas. Also ist vielleicht ein Play, was Geld verliert, langfristig, ja. Aber trotzdem interessant, warum man das macht. So, was denkt der wohl, dass der zu der Entscheidung kommt, das zu machen? Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt von dem Mindset, was zugrunde liegt. Und dann gibt es für mich so ein paar Sachen, was das Commitment angeht. Auch recht simpel ist einfach Sobriety, also sober, no drugs, no alcohol. Genau, ich habe jetzt noch so ein paar Themen aufgeschrieben, die ich dann angehen würde. Ich habe das so aufgeteilt in drei Bereiche. Das eine ist mir ganz, ganz wichtig, ist einfach Health and Regeneration. Ich glaube, das wird gerade, wenn ihr 2 Monate viel spielt, mit das Wichtigste sein. Ich werde dann im Detail dann nochmal darauf eingehen. Ich wollte es jetzt eigentlich nur so anreißen. Also einfach was Schlaf und Ernährung angeht, halte ich einfach für ganz, ganz wichtig, dass ihr da so ein fundamentales Setup habt, dass ihr einfach gut recovered und in einem guten Spot seid. Also ich würde eine Culture versuchen reinzubringen, dass alles immersive und fast Feedback Loop sind. Also dass es nicht dieses ist, okay, wir sammeln jetzt irgendwas und in 2 Wochen gehen wir das durch, sondern du hast irgendeine Frage, irgendein Problem, shoot, direkt dann. So, sammeln, vielleicht nach der Session, ja, Hände markieren, so 40 Hände markiert, direkt nach der Session. Und direkt am nächsten Morgen. So, direkt danach. Holding Resource, direkt nachgucken. Weil das verknüpft einfach viel, viel stärker die Lösung mit dem Spot und bringt es einfach viel, viel stärker mit in das Game rein, weil man das jetzt wissen möchte. Und wenn man das wissen will, dann verknüpft sich das auch einfach mit den relevanten Punkten, habe ich das Gefühl. Genau, ansonsten gibt es da natürlich endlos viele Sachen, einfach was jetzt mit DTO, was die Post-Flop-Geschichten angeht, oder halt Solutions mit Solvern und so weiter, also da gibt es eh viel. Da würde ich, was Lernen reingeht, auch Immersive, würde ich recht viel eben so andere Games reinbringen. Also Sit-and-Goes, Six-Max Sit-and-Goes und Heads-Up Sit-and-Goes. Mhm. Ist einfach das Game, das sollte man meiner Meinung nach bis zu dem gleichen Limit, was man an MTTs spielt, einfach schlagen. Also ich kann keinen MTT-Rack ernst nehmen, der $60 Heads-Up Sit-and-Goes nicht schlägt. Und die meisten tun es nicht. Mhm. So, weil es ist einfach der Spot, wo ihr am meisten Geld spielt. Period. So, ihr spielt einfach einmal alle 3 Sessions, spielt ihr einen 30 Bayern Heads-Up oder so. Das ist einfach wichtig, meiner Meinung nach. Und das kann man ja ganz leicht tracken halt, ne? Da gibt's halt, also, das wird halt mal gegrindet und dann ein bisschen Sample und dann kann man sich den EVB mal angucken und dann gucken wir mal was. Was ist für dich ein bisschen Sample bei Heads-Up Sit and Goes? Ich glaube, ich habe gespielt vielleicht 4.000 oder so. Aber sagen wir jetzt in einem Monat, was? Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, 200. Aber wenn man 2 oder 3 tabelt, habe ich gespielt vielleicht 100, 150 am Tag oder so.